Willkommen zurück zu Pokémon Kamesee. Wir sind hier bei MC Rapper. Bei seiner Herausforderung, einen Doppelkampf zu machen. Nach drei Doppelkämpfen erscheint die Rapperin, die tatsächlich eine Arenaleiterin ist. Ja, unser sechster Orden. Und dafür bin ich ready. Heize die Stimmung des Publikums an. Schon ziemlich kalt hier, also. Weiß nicht, wie ich das mit meinen Klamotten hier aushalte, aber na gut. Ladies and Gentlemen, für unsere heutige Eröffnungsnummer wird uns Maike drei Doppelkämpfe in Folge bieten. Der erste Gegner, der sich der Herausforderung entgegenstellt, ist... Kleiner Timmy! Kleiner Boho! Ein Doppelkampf, das heißt 1 plus 1. Ich weiß, wie viel das ergibt. Du auch? Warte. 2 war es, genau. Ein Schuppett und ein kleiner Gruff. Wuff, wuff. Oh Gott, das könnte ein bisschen schwierig werden. Leider habe ich nur Biss und keinen Knirscher. Und meine anderen Pokémon haben leider auch nicht wirklich viele Attacken, die sehr stark sind. Aber ich schätze, das ist Teil der Challenge. Rollenspiel. Was hast du denn da vor? Oh, jetzt hat es Großbrand als Fähigkeit. Aber es hilft dir nicht, weil du... Kannst du damit nicht wirklich was anfangen, du? Interessante Musik hier. Ich fühle mich, als wäre ich hier in so einem... Als wäre ich außerhalb von einem... Von einer Disco. Das würde ich gerade an der Disco vorbeilaufen und das hören. Die Musik da so laut ist. Dass man das draußen schon so laut hört. Oh, Schaufler. Nein, jetzt treffe ich es nicht. Das ist natürlich problematisch. Tschüss. Es geht Netz ab. Was ein fetter Kampf. Ich hole gleich mal meine Freunde zum Anfallen dazu. Yeah. Okay. Okay, vielleicht packe ich mal Takoko weg. So lange. Zitrone möchte ich mal sehen, wie es angreift. Und du kannst dann Lebensschuss nochmal versuchen, weil du sowieso langsam bist. Ja, Sulord ist natürlich ein sehr langsames Pokémon. Wie sieht's mit dir aus, die Turtle? Wow. Leider sehr effektiv. Aber wir machen nicht platt. Come on. Ernsthaft? Das killt's nicht. Okay, da muss die Turtle jetzt. Body Slam, Lawine, Sprungfeder. Das dauert zwei Runden, das ist nicht mehr zu lang. Lawine können wir ausprobieren. Eine Lawine! Oh. Na gut. Okay! Das war der erste Kampf. Die kriegt dann wohl mal zwei, ja? Oder hätte ich mehr Pokémon einsetzen müssen? Naja, du kannst dann mehr Pokémon bei dir haben und dann kannst du dich immer hin und her wechseln, so wie ich das gemacht habe. Nächster Kampf, bitte. Kannst du Grabsteine überall. Aber dieses Hunde-Pokémon. Das Publikum jubelt jetzt lauter. Yes, das wird krass gemacht. Ich höre die Begeisterung des Publikums, ist so heller, schreit die Bühne. Weiter so, bringt die Show so richtig in Fahrt. Hey, wir haben sogar geheilt, Vorsicht zu voll, hier kommt die nächste Gegnerin, eine Musikerin mit einem ganz speziellen Stil, The Sona, put your hands up in the air. Die Stärken und Schwächen zweier Pokémon harmonieren im Kampf wie die Akkorde einer Melodie. Okay, was hast du da für Pokémon bei dir? Alpollo und Raunfugil, pure Geistlein. Eins davon ist aber ein Gifttyp. So, Traunvogel. Macht mir schon ein bisschen Angst. Muss ich zugeben. Oh, Bürde. Ja, Geist-Pokémon sind sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Ich bin ein Geist-Pokémon, aber leider keine Geist-Attacke. Ist nicht schon, dass er down geht. Er ist sowieso schon overlevelt. Da steht eigentlich hier die Show. Er wird zeigen, dass er tot ist. Hey Leute, schaut mal, ich bin tot, ich bin Geist-Pokémon. No one cares. Oh, oh yeah. ich hab halt nichts sonst. Ich kann Zitrone nochmal reintun. Einfach aus Jux und Dollerei.
Einfach weil es cute ist. Einfach weil es cute ist. Lawine trifft nicht beide? Echt nicht? Habe ich irgendwie gedacht. Ich meine, ich schätze, ich kann viele da ausprobieren. Sollte normal effektiv sein. Oh, nicht Fluch. Oh nein. Nein. Okay, hat nichts gebracht. Auf wen war jetzt der Fluch eigentlich gerichtet? Auf mich? Auf Sitoddle oder auf Super? Der macht nicht so viel Damage. Vielleicht muss ich mich einfach mal Sprungfeder. Vielleicht macht das ja mehr Damage. Das ist eventuell besser. Keine Ahnung, Mann. Ja. Auf Super war der Fluch. Ah, Fluch ist wirklich von allen Statusproblemen das Schlimmste. Es macht am meisten Damage und du kannst es wirklich auch nicht wegbekommen. Rauswischen, reinswischen, weiß ich, ob das hilft. Aber ist auf jeden Fall problematisch, das Ganze jetzt. Wir haben leider nicht so viel mehr Damage gemacht. Eigentlich musst du raus. Eigentlich musst du raus, super. War sowas mit Bellybolt. Ja, leider werden die Kämpfe jetzt richtig, richtig schwer. Aber ich versuche mal die ganzen... Wie es mich anschaut so. Aber ich versuche mal die ganzen Arenen jetzt schon hinter uns zu kriegen. Weil ich denke, die werden insgesamt einfacher sein als dann die... Oh, es heilt sich die ganze Zeit wegen... Oh, das ist gemein. Als die Team Star-Mitglieder, weil die waren echt schwer. Wow, gerade noch so durchgehalten. So knappe Kämpfe machen mich fertig. Okay, Publikum ist hyped. Wir singen die hier warm. Mit diesem Kampf, mit diesem heißen Kampf. Ja, ich schätze, ich versuche mal den Ladungsstoß. So. Aber sie soll jetzt gerade in der Luft. Ist bei Liebold nicht schneller als die Tonne? Please, 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 please. Kill es bitte nicht, das ist die Tonne, bitte nicht. Ja, die greifen als erstes an. Jetzt du, bitte, bitte. Bellybolt, du musst schneller sein. Schneller! Danke. Aber es trifft nicht. Ah, es hat die Tonne verfehlt. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Das war genau der Plan. Und jetzt die Tonne, Traum von Gilt anmachen. Das ist der Taktik, das ist der Plan. Ja, ist schon gut, aber jetzt komm. Diese Trainerin hat's voll wirklich in sich. Wow, yeah. Oh, es ist doch gestorben. Haha, hihi. Ja. Woo, gestorben. Wir haben gewonnen. Yay. Ein Kampf kommt dann wohl noch. Ja, die Level-Ups nehme ich mit. Das war leider so unharmonisch. Naja, egal. Jetzt leuchtet auch schon alles. Und der Schall ist höher. Die Aufregung des Publikums steigt. Yeah, Michael liefert uns eine fette Show. Die Menge tot und die Scheinwerfer strömen. Wenn du glaubst, dass hier so abgeht, ey. Aber im Text, der dritte und letzte Gegner bin ich, MC Rapper. What? Ich bin nicht nur ein Top-Moderator, nein, auch Pokémon-Kämpfer habe ich voll drauf. Jetzt nehme ich gleich eine doppelte Performance hin. Jetzt rappt er so, während er kämpft. Let's go. Oh, interessant. Zubiris und trifft Zeppeli. Geist und Unlicht. Also trifft Zeppeli Geist und Zubiris Unlicht. Nee, warte. Trifft Zeppeli ist Fluggeist und Zubiris ist Unlicht. Ist es auch Geist? Zubiris Geist? Weiß ich gar nicht. Na egal. Gegen trifft Zeppeli habe ich auf jeden Fall schon mal ein Pokémon, was ich da einsetzen kann. Wie Zubiris seine Zähne draus streckt. Das will mir Angst machen. Aber das kriegt das nicht hin. Nee, nee. Nee, nee. Oh, ja. Zubiris ist doch wirklich nur Unlicht, oder? Finale, was? Warum? Warum hast du das getan? Das war wohl dumm von dir. Warum tust du das? Was ist falsch mit dir? War da irgendwie eine Nadel in drin? Und dann pff, ist es geplatzt? Was ist da passiert? Warum hat es das getan? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Oh mein Gott, ich verstehe es nicht. Mach mal Stamper weg, warum nicht? Ich verstehe es wirklich nicht. Eigentlich hat das keinen wirklichen Sinn ergeben, dass es getan hat. Die Bruder da wirklich stehen. Das war ja eine krasse Attacke. Da wird man glatt noch ein Fan. Ja, meine Fans. Die alle schon ein Like da gelassen haben auf dieses Video. Sekunde 1. Nein, Spaß. Vielleicht verdient man sich auch erstmal den Like. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Was soll man mit den Achso. Was soll man mal mit keine Ahnung. Takuro müsste eigentlich schon. Ja. Ihn down machen. Sorry, Bro, du warst wirklich schlechter als die davor. Ich sag's nur so, wie es ist. Ich sag dir nur die Wahrheit. Du hast mich ja richtig fertig gemacht, Mann. Ja, ich möchte gegen die Arena drin kämpfen. Das leuchtet alles. Yay! Das Publikum ist ganz außer sich vor Begeisterung. Wow, Gefahr, was ein heftiger Wahnsinnskampf. So was bekommt man nicht aufzusehen. Yo, vielen Dank für die Show, dass die Arena-Prüfung mit Bravour gemeistert. Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus für Maike, wenn ich bitten darf. So, die Stimmung ist da. Jetzt braucht nur noch die Arena-Leiterin auftauchen. Dann machen wir ein Rap-Battle. Die Menge ist krass im Einklang. Da kriege ich richtig Gänsehaut. Ey, sieht so aus, als wäre alles bereit für unser Hauptprogramm. So, und jetzt alle zusammen. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das ist richtig krachen, denn hier kommt sie, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Eta! Etta! Ja, ja, ja! Etta, 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 Etta! Alter, Etta! Ruhe jetzt! Ihr seid ja krass drauf! Ich bin bereit, die Menge jubelt und schreit! Jo, ist das so verneint oder seid ihr gehypt? Yeah, wir sind gehypt, Etta! Etta! Das war ein solider Auftakt, Sis! Aber die Show kommt erst richtig in Fahrt mit dem Stamp-Start. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Klasse, krasse Leistung, ey. Yo, Alter wird noch eine Weile Reime aushauen. Gib doch in der Zwischenzeit schon mal am Empfang Bescheid, dass du bestanden hast. Okay. Ich bin aber eigentlich schon ready für den... Sonst hältst du mich immer, aber jetzt hältst du mich nicht? Warum so inconsistent, Bro? Warum? So, okay. Schon geheilt, schon ready für das Rap Battle. Na komm, gegen Etta, die Rapperin im Rhythmus in der Seele. Ich bin soweit. Bin so ready dafür. Dann will ich gleich selber anfangen zu rappen. Na okay, komm, lass was. Oder? Yo, yo! Im Kampfschluss gibt jemand einen rhythmischen Sprechgesang zum. Für was? Okay, Rap Battle. Unser Rap Battle heute wirst du verlieren. Jojo, wir siegen, du endest auf allen Vieren. Spezial von meinen Rapperinnenleiterin. Ich stehe an der Spitze, ich bin der King. Bumz, tschack, bumz, tschack. Okay. Der King willst du sein? Ha, du bist echt lahm. Deine Rhymes sind nichts als Kinderkram. Loser wie du können dann gleich nach Hause gehen. No way, zieh Leine auf, nimmer wiedersehen. Ich bin Etta, immer härter, immer besser. Meine Rhymes schlagen ein wie ein Dynamit. Mach dich bereit für den unschlagbaren Beat. Da ist echt ne Macke, Kleiner möchte gern. Dann lieber rappen und halt dich von mir fern. Geh heim, lass es sein, ich sage nein. Bumz, tschack, bumz. Malanda geboren, doch es ist nicht vorbei. Nächstes Mal komme ich nachmittags um 3. Oh. Warte, wo willst du hin? Ich bin doch nicht fertig. Pah, nachmittags um 3? Was sollte das denn? Das ist mir echt zu viel Freestyle. Ja, Freestyle ist voll cool. Und schön ist es aus. Was ein mieser Gag. Gibt's denn niemanden mit genügend Swag? Ha? Ja, du hast doch für mich die Show eröffnet. Bist du meine nächste Gegnerin? Willst du meine Pummel oder meine Rhymes herausfordern? Ich bin hier für einen Rap-Battle! Haha, netter Scherz! Der geht mit ins Herz! Was, findest du, ich spreche komisch? Das nennt sich Rap, ey! Rap ist ein Spiel mit Reimen, Klängen und Gesängen, quasi der Rhythmus einer Seele.
zu Biris Bein nachsteht, wacht und gibt Acht. Ganz allein muss das sein, nein, oh nein. So geht das, checkst du, was ich mein? Ja. Naja, du bist ja auch Pokémon Trainerin. Zeig mir mit einem Kampf, was du drauf hast. Sonst spült mein Rap den Cash in die Kasse. Doch auch meine Geister-Pokémon sind erste Klasse. Oh, da haut sie aber raus. Ich bin Etta, aka die Rapperin mit Rhythmus in der Seele. Führst du die Vibes in deinen Geist so weit? Mach dich bereit für meine Wenigkeit. Du, 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 du. Die finde ich lustig. Banett und... Oh, es ist Doppelkampf. Oh, da war ich nicht vorbereitet. Naja, das macht Sinn. Yo, Doppelkämpfe sind absoluter Etta-Style. Ich wechsle Pokémon aus wie Worte im Rhyme. Mach du das. Mimikma und Banett. Banett ist nur Typ Geist, glaube ich. Und Mimikma hat aber eine Fähigkeit. Und zwar Kostümspuk. Das heißt, ich am besten greife ich sofort an. Das hat keine Schwebe. Ich greife sofort an. Ja. Ich hoffe stark, dass dieser Kampf einschlägt, wenn Vetter Bild. Enttäuscht mich nicht. Boah, schon viel Damage macht sie. Alter, lass doch meinen Super in Ruhe. Okay. So, Kostümspuk schon mal wegmachen. Denn es ist zwar kein Pikachu. Nein, Enigma bin ich. Uh-oh. Was hat sogar Damage genommen, sehe ich gerade. Hä? Warum? Ist das normal? Weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich hab's schon vergessen. Mit coolem Blick volle Kandis Schwachstelle. Was für ein Swag. Was hat Gamefuck mit diesem Wort, ey? Du nutzt das so häufig. Hat sie vier Pokémon? Kann das sein? Ja, vier Pokémon. Ein doppelter Doppelkampf, I guess. Du musst raus, mein Freund. Du überlebst das hier nicht so gut. Packen wir lieber... Psycho-Pokémon halt, ne? Jawohl, vielleicht kannst du ja wirklich noch jemanden hier vergiften. Aber bitte nicht mein Takoko. Das wäre nicht so schön, wenn du mein Takoko vergiftet würdest. Schattenstoß, bitte nicht, bitte nicht. Aua, so viel Damage. Nom, nice. Weil das ist schon mal down. Okay. Oh, nice. Elektrofeld? Hindert 5 Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, am Einschlafen. Erhöht die Stärke von Ja, Ladevorgang habe ich sowieso kaum benutzt. Obwohl ich gedacht hätte, ich würde es benutzen. Bitte vergifte mich nicht! Bro, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich hab's riskiert. Es ist eigentlich auch meine Schuld. Trotzdem, what the hell? Friedwurf? Friedwurf! Nice, die Attacke war nicht nur sehr effektiv, sondern auch extrem tight. Alter, alter, alter! Friedwurf ist die Weiterentwicklung und das Ding ist OP. Also ich hab das Gefühl, wir werden das nicht wirklich überleben. Was sind wir nochmal? Schlammwoge? Ja, doch, warum nicht? Bitte nicht auf mich. Doch, ich bin tot. Vielleicht hätte ich doch einfach Flammenwurf einsetzen sollen, ganz ehrlich. Na gut. Phantomkraft. Oh, das kann. Das Ding kann das erlernen? Okay. Wie viel Damage machst du nochmal? Ich hab's vorhin nicht gesehen. Na, nicht so viel, ne? Ja, leider halt nicht so viel. Das ist jetzt sehr riskant. Ich tue jetzt aber Farigiraf rein. Weil es Knirscher hat. Und das ist sehr effektiv. Ich spiele die fetten Vibes. Put your hands up in the air. Etta, etta, etta. Ja, komm, entspannt euch. Ihr laggt zu sehr. Spiel laggt zu sehr. Es muss so viel laden. Ding, 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 ding. Okay, Knirscher auf Mimikma. Und du machst dann Vielender auf Friedwurf. Versuchen wir es mal. Oh, lol!
Hat mich nicht getroffen. Ich dachte, es geht auf Super, aber nee, das wusste ich nicht. Was? So wenig? What? Was? So wenig? What? Ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt hilft nur noch ein Gegenangriff mit schnellem Beat. Etta, etta, etta. Boah, alles die Etta-Fanboys und Girls. Ich will wirklich mal was machen hier. Input, lass mich inputen, Spiel. Okay. Schuss hat nicht sehr effektiv. Ich muss eigentlich so schon machen, was anderes habe ich nicht wirklich. Drehen wir mal den Spieß um, oder? Drehen wir mal den Spieß um. Vielleicht funktioniert das ja so besser. Ey! Das war meine Idee! Oh nein, Verteidigung sinkt. Auf wen, auf wen? Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So. Ja, siehst du mal, wie das schmeckt. Du killst jetzt bitte Mimikma. Das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht ernst meinen, oder? Ist das dein Ernst jetzt? Super, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Unfassbar, wie es in Angriffen von Etta standhält. Nicht aufgeben, weiter so. Junge, was? Satz. Das geht doch nicht. Ich schätze, ich versuch's einfach nochmal. Nur diesmal mit Schlammwoge, weil Farigiri auch sowieso jetzt down gehen wird. Vielleicht kannst du nicht mal angreifen. Ja, das kann ich nicht mal angreifen, Alter. Boah. Damn! Oh, warum crittest du jetzt auf einmal? Mimikma ist immerhin endlich down. Das Ding nervt nicht mehr. Was? Crit? Was? Wie crittet? So, was ist ihr letztes Pokémon? Ja, super, sowieso jetzt down. Was? Ich sehe gar nicht, was sie so rausschickt jetzt. Ich hatte, ich schicke jetzt Bellybolt raus oder so? Ja? Riffex! Oh, welches Typen war das nochmal? Elektro? Ja, das Pokémon liegt auf den Brettern. Hui, das habe ich gerade um. Okay. Mit unserem Starter werden wir es auf jeden Fall schaffen, aber ich will erst mal gucken, ob wir das auch ohne hinkriegen. Also ich nicht wiederbeleben muss. Lebensstelle auf. Nein, stopp. Da wird jetzt wieder. Da wird jetzt zum Eistypen. Warte, Friedhof ist ein Eistyp, maybe. Das kann sein. Ich habe ganz an Geister-Pokémon gedacht, aber es sind wahrscheinlich Eis-Pokémon. Oder? Nee. Geist, nee. Ich werde sehen. Ich habe keine Ahnung. So. Lehmschuss. Nee. Mann, du hast nichts. Ich muss mit dir raus. Oder warte, mit dir rette ich einfach schnell mein, hier, mein Skeledirge. Ja. Machen wir's so. Das könnte funktionieren. Jetzt kommt der letzte Song, meine Homies, und er bringt eure Seele zum Klatschen. Da kommen die anderen. Hunde. Friedgruff. Du. Und das Kopf. Wie es tanzt, süß. Dieser Song bringt selbst Tode zum Tanzen. DJ G-Rave ist in the house. Komm, jetzt die weiße Augen. Und es ist der Geisttyp. Dieses Gen 1 Geistbook, Geistding. Dieser Geist-Sprite, einfach in 3D. Voll cool. Ich finde den Kopf richtig cool. Oh, oh wow. Oh wow, wow, oh. Oh no, oh, oh, oh. Nee, hier ist gut. Oh wow, 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 wow. Ja, Arena-Leiter 4 muss ich sagen, finde ich boring, aber die letzte Stelle, hier, das finde ich am coolsten. Und in Gala war es bei mir genau andersrum. Da. Versuch mal mit Takoko. Yeah! Woo! Etwas einfach better.
Ah, la la la. Ja, komm. Dass das so lange dauert, dass man das nicht wegskippen kann, das ist so nervig. Ich will das Ganze nicht sehen. Das ist echt so nervig. Komm schon, es geht nicht weg. Das geht nicht. Oh, das geht's weg. Gut. Na na. La Durchstoß. Nee, warte. Mach lieber was anderes. Mach lieber sowas wie Aquaknarre. Und Skeledurch macht dann Loderlied. Er singt mit. Außer stirbt instant. Er stirbt. Mies. Das ist ziemlich mies. Aber jetzt kill es zumindest. Das, was? Das kann nicht dein Ernst sein. Junge, das. Mami Finn. Da musst du jetzt rein. Das kann nicht dein Ernst sein, dass das Ding immer noch nicht gestorben ist! Warte, warte, du gehst sowieso down. Dann belebt nochmal. Ja, Skeledurch wieder. Und Nomifin. Bitte! Kill Reflex. Du darfst sowieso anfangen wegen Prioritätsattacke. Okay, Reflex ist down. Es ist nur noch das OP-Ding am Leben. Es kann ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern, yeah. Ich zerstör dich jetzt. Oh wow. Hä, das Ding ist doch down, Bro. Was ladest du da? Ist doch nichts. Da ist doch nichts. Was willst du da down machen, Mann? Ja, keine Ahnung. Einfach Aquaknarre und du machst nochmal Wasserdüse. Vielleicht ist es irgendwie genug. Ich weiß nicht, was für eine Verteilung das Ding hat. Achso, warum setze ich die Wasserdüse ein? Dann fange ich ja an. Oh, das war dumm von mir. I'm sorry. Ja. Verschwendet die Runde einfach. Toll. So. Nochmal. Loderlied will ich machen hier. Und Wasserdüse? I guess? Ja doch, Wasserdüse. Dann macht zumindest auf jeden Fall der Milch, falls es wieder Schaufel oder was auch immer einsetzen möchte. Phantomkraft war das, sorry. Phantomkraft ist ja basically einfach Schaufler im Typ Geist. Es trifft halt Loderlied nicht. Okay, ich hab einen Plan. Loderlied und du heilst dagegen, gegen den Angriff, der jetzt kommt. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Ob das klappt. Bitte funktioniere. Nein! Das kann nicht dein Ernst sein! Was zum Juck, wie OP ist das Ding bitte? Und das ist doch nicht mehr der OP-Teil in diesem Ding. Das Ding hat nur eine 4-OP-Attacke. Die ist aber zum Glück anscheinend nicht hart auf dem Level. Zum Glück. Gehört. Das ist nochmal Lawine. Und dann nochmal Wasserdüse. Achso, das hat keinen Damage gemacht. Akrobatik? Ja, versuchen wir mal Akrobatik. Was, wieso ist der schneller? Oh, ich kicke die Krise. Ah, komm. Ich bin down. Entweder ist die Tolle gewinnt das jetzt für uns, oder wir sind down. Kill ihn jetzt, bitte. Ja. Freunde, das war's. Das war der Kampf. Nee, Moment. Wen heile ich? Wer hat am meisten überlebt? Super eigentlich, ne? Wie viel Damage macht das Ding mir? Wenn es nicht mehr Hälfte macht, dann haben wir, können wir eigentlich auch schon mit Zitoddel machen, aber... Nicht, dann nicht. Hä? Hä, was ist denn los? Wieso muss ich denn jetzt mein Pokémon auswechseln? Hä? Ach so, ich soll das jetzt reinholen, weil ich jetzt zwei Pokémon habe. Ach so, so ist es. Ja, gut, ne?
Da angreifen wir direkt mal. Ach, das macht keinen Sinn. Warum steht das? Das macht keinen Sinn. Schauen wir direkt mal an. Machen wir viel Ender. Das wird schon reißen, bestimmt. So, aber überlebt das? Oh, mit 5 KP überlebt Seetotl das. Super kleines. Nein! Bitte, bitte triff! Bitte Lawine! 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 Bitte, 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 bitte! Ja! Boah, der Kampf war schwerer als gedacht. Aber damit haben wir unseren 6. Orden schon. Nice! Er freut sich nicht, aber sie. Yeah! Thumbs up. Dein Rhythmus ist doch fetter, offenbar. Aber mit einer Niederlage komme ich klar. Hahaha, das war nice. Ich konnte die Vibe zwischen dir und deinem Pummel richtig spüren. Die meisten kommen nur zum Flexen her, aber du hast es geschafft, mich so richtig zu flashen. Den Ohren hast du dir absolut verdient, yo. Wie wär's außerdem mit einem VIP-Ticket für mein nächstes Konzert? Das geht auf mich. Danke, na klar. Thumbs up. Das ist ein gutes Konzert, ja. Kann ich empfehlen. War gut. Mit 6 Arena-Orden in der Tasche lassen sich Pummel bis Level 50 leichter fangen und sie gehorchen dir aufs Wort. Ah, nach dem ganzen Rappen bin ich richtig gut drauf. Hier, das kriegst du auch noch. Spukball. Oh, sehr gute Attacke, sehr gute Attacke. Ich würde ja echt gerne noch ein paar Rhymes für dich raushauen. Ja, komm mal bald wieder. Nächstes Mal können wir uns ein Rap-Battle liefern. Toi, toi, toi bei deinen weiteren Abenteuern. Man sieht sich, Baby. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier, falls jetzt nicht noch irgendeine Intervention kommt, irgendwer noch mit uns reden möchte hier. Lass mal sehen. Doch. Wie immer. Hallo Maike, ich habe deinen Kampf eben heimlich beobachtet und ich muss schon sagen, dafür verdienst du die volle Punktzahl, das war ausgezeichnet. Skellokrok als erstes in den Kampf zu schicken und war bereits ein meisterhafter Zug. Und dann diese fulminanten Angriffe, dein Gegenüber steckt richtig in der Klemme. Und diese bunte Palette von Attacken deiner hervorragend trainierten Pokémon, Mann. Welch eine kreative, dynamische Darbietung. Haha, bitte entschuldige, das sind wohl meine Gefühle mit dir gegangen. Kurzum, du hast gut an dir und deinem Können gearbeitet. Ich kann es kaum erwarten, bis du alle Arena-Orden beisammen hast. Als Mitglied der Top 4 freue ich mich besonders drauf. Dann vergiss nicht, hin und wieder mal bei der Akademie vorbeizuschauen. Es ist schließlich wichtig, sich auch dem Studium zu widmen. Ja, vielleicht machen wir das bald mal. Ich habe jetzt erstmal genug hier von dem Schneegebiet. Oder was meint ihr?